Wir sind hier am Stand von Artwega vor dem Artlift. Herr Höfner, vielleicht erklären Sie uns mal ein bisschen etwas zu diesem ganz besonderen Ausstellungsstück. Ja, mache ich gerne. Der Artlift ist eine Weiterentwicklung von unserer Duschbadewanne, von der Twinline. Und zwar die Intention für die Twinline war eigentlich kleines Bad und einer duscht lieber, einer badet lieber und ich habe auch nicht den Platz für eine Wanne und eine Dusche. Und dann haben wir die Twinline eben auf den Markt gebracht und dann sind die ersten Leute gekommen und haben gesagt, das ist krass, ich kann ohne nicht mehr so drüber steigen. Und dann haben wir diese Euphorie ein bisschen dämpfen müssen. Es ist zwar krass, über diese Tür dann einzusteigen, aber warum kann ich nicht drüber steigen? Ich habe entweder Kreuzbeschwerden oder ich habe irgendwelche Probleme mit den Beinen. Das heißt, das Problem, dass ich mich dann niedersetzen oder niederlegen muss oder wieder aufstehen, das bleibt ja trotzdem noch. Und das war für uns eine Herausforderung und dann haben wir diesen Artlift erfunden, der ein Komfort-Hebesitz ist, nicht ein Behelf, wie man ihn im Sanitätsbedarf sieht, sondern eben eine optisch schöne, eine designte Variante, die mir eben ermöglicht, länger auf mein geliebtes Wannenbad nicht verzichten zu müssen. Glauben Sie, dass diese Anwendungen auch bei jüngeren Konsumenten immer stärker nachgefragt werden? Ja, es ist so, es gibt die Variante nicht nur so, wie wir es da jetzt ausgestellt haben mit dem Sitz, sondern ich kann die Twinline-Badewanne mit einem Vorrisssatz kaufen. Das heißt, da habe ich hinten die Innereien bereits für den Sitz vorbereitet. Das ist mit einer Nackenstütze abgedeckt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt umbauen und dann später denken, dann baue ich mir das mit dem Vorrisssatz ein und kann dann später mit dem Sitz nachrüsten. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.